Hallo und herzlich willkommen auf der ModMap Hof Hirschfeld. Heute zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Stellt euch mal vor, ihr wärt eine Kartoffel. Ihr würdet das ganze Jahr schön muckelig warm in der Erde liegen. Dann werdet ihr auf einmal unsanft rausgerupft und ihr seid pottdreckig, ihr fühlt euch schmutzig und werdet von aller Welt gesehen. Ihr wart vorher so schön versteckt und auf einmal werdet ihr von aller Welt gesehen und ihr seid einfach dreckig. Ihr fühlt euch schmutzig und ihr möchtet einfach mal duschen. Ne? Dafür hat uns der No Name von der Alice Mod Company einfach die Möglichkeit gegeben. Der hat eine schöne Dusche für Kartoffeln hergestellt. Das heißt natürlich Kartoffelwaschanlage, aber mir gefällt die Duschvariante irgendwie ein bisschen besser. So, und das ist das schöne Gerät. Ich habe es schon mal hingestellt. Ihr findet das natürlich, ich zeige es euch natürlich auch gerne, unter Placeables Global Company. Gibt es hier die Global Company Kartoffelwaschanlage. 18.000 kostet das Ding. Und ja, da kommen gewaschene Kartoffeln raus, ne? Selbstverständlich. Der Vorteil an gewaschenen Kartoffeln und an dieser Anlage ist, sobald ihr das auf der Map platziert, kriegt ihr an jeder Verkaufsstation, wo ihr Kartoffeln verkaufen könnt, einen um 40% höheren Preis bzw. höheren Ertrag für die Kartoffeln. Das finde ich schon eine coole Nummer, ne? Da muss man schon sagen, das ist wirklich cool gemacht, dass das so da drin ist. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal an No Name dafür. Ihr habt doch gerade gesehen, hier ist noch nichts drin. Habe ich alles noch hingefahren, keine Kartoffeln, keine gewaschenen Kartoffeln, kein Wasser. Das machen wir jetzt mal, damit ihr das auch entsprechend gesehen habt. So, ich habe den Wasser schon mal vorgefahren. Lass den hier mal eben ausladen. Und dann fahren wir noch mal die Kartoffeln hin. Habe ich hier in meinem Map Cleaner natürlich meine Allround-Waffe für alles, was zu transportieren ist. Ich habe ja auch nur 100.000 Liter reingemacht, damit das entsprechend gut funktioniert. Dann können wir das eben hier reinkippen. Wir wollen das Ding ja auch in Action sehen. Ne? So. Okay, hier hatte ich vermutet, dass da der Kartoffelträger ist. So, da bin ich wieder. Und ja, was soll ich sagen? Ich muss es mir jetzt mal eben zusammenschneiden. Natürlich, ne, das ist halt so genau meine Krux. Die lieben Modder wollen es mir einfach nicht einfach machen. Ihr müsst natürlich hier oben reinkippen. Ne? Also hier oben ist der Träger dafür. Das sieht hier unten zwar so aus, als wäre er da, aber nein, man kann da nicht unten einfach reinkippen. Das ist hier oben. Und entsprechend seht ihr hier, wie die Waschung losgeht. Ne? Ich kann auch noch mal eine nächste Schaufel holen. Ich habe jetzt einfach da vorne auf den Boden gekippt. Für die Vorschauzwecke. Ihr könnt natürlich überlegen, was ihr macht. Ihr könnt es vielleicht sonst mit Förderband hier vorne abkippen oder ihr, ich mache hier immer so gerne einen Trick, eine Rampe ransetzen. Überlegt halt, was ihr machen wollt und wie ihr es machen wollt. Aber ihr seht entsprechend, das läuft hier. Das ist auch schön losgelaufen. Jetzt werden wir gleich ein bisschen vorspulen, damit wir auch was rauskriegen. Und dann haben wir eben gewaschene Kartoffeln. Also Fill-Types entsprechend eingetragen in die Karte. So dass die Kartoffeln dann nachher auch verkauft werden können. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier schon entsprechend was haben. Jetzt laufen wir mal hier ran. Nein, gewaschene Kartoffeln sind noch nicht da. Lassen wir mal hochlaufen. Machen das mal ganz schnell eben. So, und schon sind die auch durchgelaufen. Ne? Ihr könnt die jetzt natürlich mit dem LKW abholen. Moment, da haben wir den LKW noch. Kippen wir den mal eben zu und dann laden wir hier, jetzt haben wir es aber richtig, die gewaschenen Kartoffeln ein. Und da seht ihr unten auch schon rechts das entsprechende Symbol, gewaschene Kartoffeln, 5000 Liter, hervorragend. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob sich das unterscheidet, die Textur sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Aber wir können das nochmal uns genauer gucken. Moment, das machen wir noch. So, jetzt geben wir sie mal daneben ab, auf dem Boden, und ihr seht, ne, Textur natürlich deutlich verändert, also es ist eine ähnliche Textur, ist nicht weit davon weg, aber sie sind heller, sie sind eben nicht mehr so dreckig. Gewaschene Kartoffeln, hervorragend. Ja, die sind aber wirklich schön sauber alle. Lieber Lone Name, vielen Dank für diesen Mod. Macht Spaß einfach, sich solche Sachen darauf zu machen. Und wie gesagt,
mit Global Company funktioniert das eben out of the box auf die Karte platzieren und gewaschene Kartoffeln verkaufen, ne? Ertragssteigerung erzielen. Wer will das nicht? Wer will nicht mehr aus seinem Ertrag machen? Und damit könnt ihr das machen. Von mir definitiv Daumen hoch. Vielleicht so einen kleinen schiefen Daumen für den Trigger da oben. Nein, das ist natürlich Quatsch. Der Trigger ist super. Das soll auch so sein. Realistisches Spielen. Hier so ein Kiki, den ich da veranstalten wollte, das geht natürlich nicht. Von daher, liebe Leute, falls euch das gefallen hat, lasst mir auch einen Daumen da. Und natürlich Abo nicht vergessen, keine weitere Mod-Vorstellung verpassen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye und ade.